Schau mal, Kasper, die Äpfel sind vom vorigen Jahr. Schön rot und groß, ne? Und die da oben am Baum, so wie der, den wir gerade gepflückt haben, die wird einmal genauso. Wie machen die das? Das macht die Zeit, Kasper. Und Gottes Plan. Ach, lassen Sie doch die Äpfel liegen. Sie sind müde und möchten schlafen. Kasper, ein Apfel ist nicht müde. Ein Apfel hat kein eigenes Leben. Es geschieht mit ihm nur, was wir wollen. Sieh mal, ich werfe jetzt einen auf den Weg und genau dort, wo er herunterfällt, bleibt er liegen, weil wir wollen. Der Apfel ist aber nicht liegen geblieben, er hat sich im Grase versteckt. Ach, kommen Sie bitte, Herr Fuhrmann, wir müssen Ihnen das demonstrieren. Ich werde jetzt einen direkt am Weg rollen. Komm, Kasper, schau es dir an. Stell dich so her, so siehst du es. Kasper, gib mal acht. Herr Fuhrmann wird jetzt einen Fuß vorstrecken und genau, wenn ich den Apfel anrolle, wird der Apfel an dieser Stelle, weil wir wollen, liegen bleiben. Pass auf. Dieser Apfel ist aber klug. Er ist über den Fuß drüber weggesprungen und weitergelaufen. Ein kluges Äpfelchen.